Grüß Gott. Oh Gott. Ich will ein Sammlungsvideo machen, aber diesmal nur Duschgel. Ich glaube, dann habt ihr so ein bisschen mehr Überblick, weil ich glaube, bei dem letzten Video ist es ein bisschen gemeckert worden, wenn ich das so zusammen dann habe. Also kommen in dem Video nur Duschgel und fragt sich, es sind drei volle Stoffsackerl. Ich habe da eines mal. Und damit das nicht so lang wird, fangen wir auch gleich mal an. Also, ich will keine blöden Meldungen hören, dass ich zu viel habe. Ich weiß es selber, ich habe es gerade gemerkt, weil ich es ausgeräumt habe. Also ihr müsst mich nicht daran erinnern, dass ich zu viel habe, das weiß ich, dankeschön. Aber ihr wollt ja die Sammlungen immer sehen, also zeige ich euch die jetzt mal. Als allererster habe ich, das habe ich zu Weihnachten, glaube ich, gekriegt, von der Arbeit, ein Duschbalsam für jeden Hauttyp von Berlind. Also von Annemarie Berlind. Ich habe bis jetzt, glaube ich, nur einmal eine Probe gehabt davon. Und ich fand den Duft gut. Also mal schauen. Dann habe ich hier ein Duschgel. Ja, fragt mich nicht, warum ich das gekauft habe. Das ist von Sorbeer. Das mit den Sternchen drinnen. Ja, ich habe irgendwie Angst, dass ich mir da irgendwas kaputt mache, wenn ich die so reinwerfe. Dann habe ich hier diese limitierte Edition von Yves Rocher, die ich jetzt im Winter dann benutzen werde. Das ist ja diese Birne Kakao. Ich liebe die Yves Rocher Winterduschgele, sorry, wenn das jetzt so einen Lärm macht. Ich habe ja Angst, dass heuer gute Sorten rauskommen, weil ich glaube, die vom letzten... Mir ist gerade eins rausgelungen. Die vom letzten Jahr fand ich ja nicht so gut, aber die... Man weiß es nie, was immer rauskommt. Dann habe ich hier eins von Aveo, ein Mandelduschgel. Ich glaube, das gibt es sogar noch, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oh yeah. Dann habe ich hier zweimal das Pina Colada von Aveo. Ihr wisst ja, das liebe ich, bei dem habe ich ja hinterher trauert, weil das gab es ja früher schon mal. Und jetzt haben sie es nochmal rausgebracht letztes Jahr. Und eines habe ich, oder beziehungsweise zwei habe ich jetzt schon aufgebraucht. Sorry. Dann habe ich von, warum ich mir sowas überhaupt kaufe, Prinzessin Sternzauber. Ich glaube, weil mir einem mir das geschickt hat. Auf Instagram. Das ist nämlich mit Melone und wer mich kennt, weiß, ich liebe Melone-Duft. Deswegen habe ich mir das gekauft. Dann habe ich hier, das habe ich mir damals unbedingt einbildet, weil das aus dem Sortiment geht. Das ist von Roberto Cavalli, den Duft gibt es ja nicht mehr. Dieses Türkise. Den Duft gibt es nämlich nicht mehr. Das Aqua. Ja, so sieht das aus. Das ist jetzt das Duschgel. Und ich glaube, ich habe die Bodylotion noch. Aber wir sagen jetzt mal nichts dazu. Dann habe ich ja, das habe ich jetzt noch nicht so lang. Das ist eine neue Limited Edition von Aveo. Und das riecht echt gut. Das riecht wie so eine Schokolade, die es damals, ich kann nicht reden, die es damals von Milka gab. So, dann haben wir wieder ein Babalea. Das war auch limitiert, soviel ich weiß. Das ist das Cabana Dream. Ich werde auch jetzt nicht jedes aufmachen und dann riechen, weil sonst, glaube ich, würde das den Rahmen sprengen. Dann, das habe ich damals geschenkt bekommen, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das hier. Vanille und Kokos. Zweimal habe ich das. Ich habe sogar, glaube ich, die Bodylotion. Das werdet ihr dann eh im Laufe der Zeit sehen. Dann, das habe ich mir extra einen kleinen Hocksdorf gekauft, weil es das bei uns ja damals nicht gab. Das ist das Hibiskus Nektarine Duschgel und das zerlegt sich schon, wie ihr es schön sehen könnt. Ja, ist abgelaufen. Oh, das erwähnen wir jetzt nicht, aber ja. Dann habe ich hier, das habe ich glaube ich aus einem Paket mal gekriegt, also das hat mir jemand mal geschickt, weil ich das unbedingt haben wollte, das Mandarine Buttermilch Duschgel von Litamin. Ich mochte die Litamin Duschgele früher viel, viel lieber als jetzt. Also jetzt mag ich sie leider gar nicht mehr. Also das weiß ich jetzt nicht, wie sie ist, weil das habe ich ja noch nicht benutzt, aber früher mochte ich die lieber. Dann habe ich Balea Paradies Peach oder Paradise Peach eher, so. Ja, war auch limitiert. Dann habe ich von Cavalli, boah, das ist dreckig, die Sachen. Gut, dass ich das mal rausnehme. Von Cavalli, das war mal von meinem Lieblingsduft, das Duschgel. Das gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Deswegen habe ich mir das genommen. Das hatte ich ja damals in einem Set, was ich mal zu Geburtstag gekriegt habe. Deswegen wollte ich das Duschgel unbedingt haben. Das hatte ich auch, glaube ich, mal in einem Set. Das schaut schon verfärbt aus. Ich glaube, das ist nicht mehr so gesund, weil ich das schon so lange habe. War mal in einem Set, glaube ich, von Lancôme. Oder habe ich das von einer Freundin?
Ich krieg so viel geschenkt, ich habe keine Ahnung. Die alle was wissen, was ich, dass ich da so kleine Sachen mag. Und die, die das nicht mögen, die geben mir das immer. Und deswegen kann ich mir das halt nicht merken. Dann, oh Gott, die erste ist mal leer. Dann habe ich hier ein Winterduschgel von Yves Rocher wieder. Das ist das Apfel Delight. Das mochte ich ja vom... Ich glaube, das riecht so eins wie, was ich vor ein paar Jahren mal hatte. Deswegen habe ich das unbedingt haben wollen. Sollte ich auch heuer aufbrauchen. Weil das habe ich schon sehr, sehr lange. Das habe ich jetzt noch nicht so lange. Das kennt ihr auch. Müsst ihr noch kennen aus einem von meinen letzten Videos. Das ist von Klein Hogstorff. Dieses, wie heißt denn das? Dermacol heißt die Marke, genau. Das riecht so nach Messino. Ich liebe das. Also da gibt es auch ein Peeling davon und ich will das Peeling unbedingt haben. Nur weiß ich nicht, ob ich es mir kaufen soll. Moment, kurz. So, ich muss auch das aufheben, was mir da entfallen ist. Oh Gott, deswegen. Das nächste ist von den beiden Jungs, die mir das geschickt haben. Warum das, ich habe das ganz hinten gefunden, warum das ganz hinten steht, keine Ahnung, weil eigentlich wollte ich das heuer verwenden. Jetzt nutze ich das dann auch aus und werde die neu sortieren, meine Duschgele. Das werde ich komplett ausnutzen dann, damit ich die, die ich schon länger habe, verwenden kann, so wie das da. Das habe ich mir einbildet, weil es reduziert war in Müller, ihr kennt mich, jedes Mal, wenn was reduziert ist, kaufe ich mir das. Und das war ein Fall von dem, das war das Bettina Party Apfel und Zimt und das riecht urgeil. Das riecht so geil. Ich liebe den Duft und ich werde heulen, wenn es leer wird, obwohl das ja eh so voll ist. So wie das hier, Dracul Moon, das Marshmallow Heaven, das habe ich mir beim DM damals um 2,50 Euro gekauft. Das ist, glaube ich, sogar mein letztes Backup. Alter, das habe ich von einer Freundin bekommen, ich glaube zu Weihnachten. Ich glaube, von einer damaligen Freundin. Das Ombia Buttermilch und Papaya Passion. Was steht drunter noch? Feuer und Flamme. Das riecht aber auch gut. Sollte ich auch. Hätte ich im Sommer vielleicht verwenden können, weil das eben so voll ist. Ja, dann habe ich hier... Das kennt ihr auch, das zeige ich euch nur kurz. Das habe ich euch vor kurzem im Kaufverhalten-Video gezeigt. Das ist dieses Avocado Strawberry Duschgel. Das kennt ihr ja eh. Dann habe ich... ich hasse es. Dann habe ich hier das Tropical Sunshine Duschgel. Ich glaube, das gehört zu dieser Elee, was ihr vorher jetzt die beiden anderen gesehen habt. Ja. Ich habe, wie ihr seht, sehr, sehr viel von Balea noch. So wie mein heißgeliebtes Mango Duschgel. Das habe ich denen so übel genommen, dass sie das aus dem Sortiment genommen haben. Weil das habe ich einmal schon aufgebraucht und ich glaube, das ist mein letztes Backup. Weil das habe ich mir damals reduziert gekauft. Wer hätte das jetzt gedacht? Ja. Dann habe ich hier ein Backup, ich glaube, ich habe irgendwo noch eins gesehen, von den Mint Shake Duschgel von Palmolive. Das werde ich dann im Winter verwenden. Ich habe nur noch zwei, glaube ich. Ich habe irgendwo noch ein zweites gesehen, da bin ich mal sicher. Ihr wisst, ich liebe das, aber das gibt es ja nirgendwo mehr. Ich kann kein Deutsch mehr. Ich habe auch das nicht mehr im DM gesehen. Ich glaube, Biber hat es noch. Aber ich habe ja noch Zweifel, was soll ich mir da noch mehr kaufen? Wow, so habe ich glaube ich noch nie gedacht. Und ich habe genug, wie ihr sehen könnt. Dann habe ich von Victoria's Secret, das ist noch die alte Verpackung. Die Duschgels gibt es ja leider nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch die Body Lotions und das finde ich mega schade. Weil die Duschgel hätte ich ehrlich gesagt viel lieber. Ja. Das ist das Mango Temptation Duschgel. Da kommen noch mehr. Wer hätte das jetzt gesagt? Dann das Love Spell. Dann habe ich noch das Amber Romance Duschgel. Da habe ich sogar ein Bodyspray noch. Aber das seht ihr dann in einem anderen Sammlungsvideo. Da brauche ich nicht so viel drauf eingehen. Dann habe ich noch das Endless Love. Sieht so aus. Die Farbe ist so schön von dem. Und dann habe ich noch eins. Das ist aus meinem Deutschland-Trip-Video. Deutschland? War ich da in Stuttgart oder in... Köln einkaufen. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, das gibt es auch leider nicht mehr. Und ich glaube leider, dass es mein letztes Backup ist. Weil das fand ich so gut. Das ist mit Melone und Birnenduft. Das ist von Rossmann von Isana. Und ihr wisst ja, ich bin aus Österreich und ich habe keinen Rossmann hier in Österreich. Was ich total schade finde. Und was ich noch blöder finde, das habe ich glaube ich in irgendeinem Video schon erwähnt, dass niemand über diese Duschgel redet. Weil ich finde die gut. Ich weiß nicht, warum die niemand mag. Aber ich habe auch schon öfter gehört jetzt, dass die meisten gar nicht so oft in Rossmann sind. Also, ja.
Das, glaube ich, sagt alles. Jetzt kommt ein Zuckerschnute-Overload, Leute. Das ist Nummer 1. Das ist Nummer 2. Das gibt es ja aktuell auch nicht mehr. Nummer 3. Dann, oh Gott, Nummer 4. Nummer 5. Und Nummer 6. Letzte Tüte, dann haben wir es. Yay! Das habe ich mal von der Arbeit geschenkt bekommen, weil da hatten wir so einen Gutschein. Das ist das Bahnlängen. Oh Gott, ich kann das gar nicht aussprechen. Aber das ist das, was mir am besten gefallen hat vom Duft her. Dann habe ich mir reduziert natürlich, weil das rausging und das riecht nach Ingwer und ich wollte das unbedingt haben. Obwohl ich gesehen habe beim DM, glaube ich, dass es das mal in der Herrenabteilung war. Das ist von Original Source, keine Ahnung, ein Duschgel. Ich habe auch gesehen, die haben jetzt aktuell wieder eins und das riecht auch geil. Aber ich darf mir dabei keins kaufen, ihr seht es ja selber, ich habe Anmaßen, das ist abnormal. Ja, war damals reduziert, deswegen habe ich es gekauft. Dann, das habe ich auf einer Schulung bekommen, das Gucci Blumenduschgel. Gott, das ist kein Platz mehr da drin. Dann habe ich noch ein Duschgel vom Hafer. Ich habe ja eines aktuell in Verwendung, was ich einfach nicht leer machen will, obwohl ich eh noch ein Backup habe. Aber die Haferprodukte gibt es ja nicht mehr. Ach du Schande, ich habe noch ein Pina Colada Duschgel. Oh mein Gott, ich habe noch ein Pina Colada Duschgel. Sehr schön. Das ist echt gestört, oder? Das ist wirklich gestört. Dann habe ich ein Duschgel, das habe ich auch auf einer Schulung bekommen. Sieht so aus, ne? Wird's bald? Das ist von Lacoste, von dem neuen Duft. Dann habe ich von Palmolive Coconut Joy. Okay. Ist das jetzt peinlich, wenn ich nicht mal weiß, dass ich das hatte? Coconut Joy. Sehr schön, oder? Das weiß ich aber noch. Das habe ich bekommen, wie ich meine neue DM-Karte gemacht habe, weil die ja irgendwas mit Payback jetzt haben. So sieht das aus. Das ist das Honigduschgel, einfach nur mit diesen Payback-Punkten, die sich verliebt angaffen. Ja. Ich habe mir gedacht, oh toll, noch ein Duschgel. Aber was soll's. Meine Mama hat auch gelacht. Ich habe das ausgeräumt und sie, dein Ernst, du hast wieder eins gekauft. Und ich, nein, das habe ich geschenkt bekommen, weil ich habe eine Karte machen müssen. Und sie, okay, dann geht's ja noch so halbwegs. Meine Mama lacht sich sowieso tot, weil ich so viel Duschgel habe. Und mein Bruder kommt schon zu mir und will meine mit aufbrauchen. Ich muss immer mit ihm diskutieren. Jedes Mal, wenn er zu mir kommt und dann vom... Meistens, er mag nämlich die so gern. Ich kann euch ja das vorher zeigen. Also die mag er so gerne, ich auch. Also die gibt es ja nicht mehr. Das sind die Orange Duschgel von Yves Rocher. Und ich habe so viele bestellt, extra, absichtlich, damit ich ihm ein paar schenken kann. Er wollte die damals nicht. Und jetzt kommt er jedes Mal zu mir ins Holen, wenn eins leer ist. Böse, oder? Ich habe selber nicht mehr so viel von denen, weil ich benutze die ja auch hin und wieder. Und ja. Er wollte vor kurzem ein anderes von mir haben, aber nein. Ich bin geizig, ich weiß ja nicht so viel. Ja, dann habe ich noch ein Duschgel von Isana. Da habe ich sogar jetzt aktuell eines in Benutzung. Auch das, also dasselbe, das Kokos und Maracuja. Habe ich jetzt eins in Verwendung, das ist mein Backup und das riecht so geil. Das passt so richtig geil in den Sommer. Also es riecht wirklich, wirklich gut. Dann, von dem kann ich mich nicht trennen, das war nämlich von einem Tauschpaket. Das steht auch ganz groß Limited Edition drauf. Das war von der Marke Today. Und das riecht nach Bananeneis. Da gab es damals, in meiner Kindheit, gab es ein Bananeneis. Das war in der Form von einer Banane logischerweise. Und da war Schoko drüber und dann war... das Bananeneis. Und das hat genauso geschmeckt, wie das riecht. Also deswegen traue ich mich nicht, es zu benutzen. Ja, dann habe ich ein ganz, ganz altes. Das gibt es auch gar nicht mehr. Viele, die das jetzt sehen, wenn ich schreien. Von Balea, das Mandarine. Alter Schwede, das gibt es wirklich nimmer mehr. Das gibt es schon ewig nimmer mehr. Dann habe ich, das werdet ihr nicht jetzt nur noch einmal sehen, das Coffee Cake Duschgel von Trekkle Moon. Ja, ich habe ganz schön viele so große Pullen. Das macht mir ein bisschen Angst. Ja. Gott sei Dank. Dann habe ich noch eine Orange von Yves Rocher. Dann habe ich noch, das wollte mir mein Bruder vor kurzem wegnehmen, weil ich habe ein doppeltes gehabt, das habe ich ihm gegeben und jetzt wollte er das auch haben. Ich habe gesagt, nein, ich will selber wissen, wie das ist, weil das gibt es ja nicht mehr dann. Das sieht so aus. Ich glaube, das ist mit Sternfrucht.
Karambole vom Malaysia steht da drauf. Sieht sehr interessant aus. Und es riecht auch gut. Dann habe ich natürlich lila Reisduschgel. Wer hätte das jetzt gedacht? Wer mich kennt, weiß, dass ich das liebe. So wie das Grapefruit. Das ist auch geil. Aber da brauche ich mir keine Sorgen machen, weil das gibt es ja eh. Die haben mir das, ich habe das eh so oft in einem Video erklärt, ich glaube, ich muss das nicht nochmal wiederholen. Die haben das ja so gemacht, dass sie die Verpackungen auflösen und die in die Blissier Nature Serie, heißen die so? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Habe ich da nicht irgendwo eins? Ich lasse das kurz auf der Seite und dann erkläre ich euch das. Nein, ich brauche es gar nicht. Die haben die ja neu gemacht, die Reihe. Und die haben das Grapefruit in diese Reihe aufgenommen. So. Ich glaube, jetzt hat jeder verstanden, was ich meine, hoffentlich. Dann habe ich noch, weil ich es gerade in Hand habe, das Kokosduschgel. Da habe ich auch das Parfum dazu. Ja, weil ich da so eine Phase hatte. Ich glaube, das habe ich mir sogar mit meiner Punkte genommen, das Kokosparfum. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Könnte auch sein, dass es nicht so ist. Dann habe ich von Yves Rocher ein Baumwolle-Duschgel. Ihr seht, ich habe wirklich viel. Die Kiste ist schon so bummvoll, die platzt aus allen Nähten. Und dann habe ich ein Mini-Duschgel von Yves Rocher, das kennt ihr, das habe ich eh oft schon gehabt. Dann von Isana, mein Lieblingsduschgel. Das ist das Vitamin und Joghurt. Ich habe keine Ahnung, ob es das noch gibt. Ich hoffe es. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Weil das ist, glaube ich, mein letztes Backup und dann habe ich keins mehr. Nein, schaut nicht danach aus. Aber ich sehe gerade, ich habe nochmal zwei Orange-Duschgele. Einmal da, einmal da. Ja, dann habe ich noch ein lila Reis. Oh, noch das zweite Coffee Cake. Echt abnormal. Echt abnormal. Noch ein lila Reis. Das ist jetzt fast daneben geflogen. Dann habe ich zwei Macadamia noch und das gibt es ja auch leider nicht mehr. Und dem traue ich so hinterher. Das Macadamia Duschgel von Yves Rocher war so, so geil. Und das habe ich jetzt noch zweimal. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich es noch zweimal habe. Ich glaube, ich habe gedacht, ich habe es nur noch einmal, aber ist doch schön, dass ich es zweimal habe. Ganz kurz nur, die habe ich geschenkt bekommen. Meine Freundinnen mögen das ja nicht, wenn da so Duschgel oder Bodylotion dabei ist. Bodylotion nehme ich auch ungern, aber Duschgel nehme ich sehr gern. Also ja, von Olympia und von Armani C. Fast daneben. Das finde ich immer so cool. Ich kriege auch immer viele Proben. Zum Beispiel die eine Freundin, die gibt mir immer diese koreanischen Proben. Die anderen geben mir die anderen. Also das finde ich immer cool. Zahlt sich richtig aus. Wenn man sowas hat. So, dann habe ich ein Duschgel von... Oh, schon wieder Prinzessin Sternzauber. Aber das war, weil der Duft so interessant klingt. Ananas und Kokos. Ja. Dann habe ich noch eins von Yves Rocher, das gibt es schon urlange nicht mehr. Das war mal aus einer Limited Edition. Da habe ich auch sogar einen Duft noch. Aus der Retropical LA. Ja. Ah, da ist das zweite. Das war doch kein Déjà-vu, sondern ich habe es wirklich zweimal. Das ist das Mint-Shake. Das habe ich sogar zweimal. Seht? Ist doch schön. Okay, jetzt habe ich mich erschreckt. Ich glaube, ich habe das Coffee-Cake dreimal, aber es war jetzt nicht das Coffee-Cake. Es ist auch schon leer, die Tüte, Gott sei Dank. Das Cookie-Dough. Das, was mir meine Cousine aus Deutschland mitgebracht hat. Da bin ich so happy, dass sie mir das mitgebracht hat, weil ich werde da nie drankommen, weil das gibt es ja nur im Rossmann, habe ich gehört. Steht auch ein, ich bin nur für kurze Zeit erhältlich drauf. Und ich bin ja so ein Trackle-Moon-Junkie. Und deswegen bin ich froh, dass sie mir das mitgebracht hat. Das letzte Duschgel ist aus Klein Hogsdorf und das riecht so wie ein Apfelstrudel. Ich liebe diese Thermacol-Duschgels. Ich liebe die einfach. Ich würde mir keine anderen mehr kaufen, wenn ich mehr da drankommen würde. Ich möchte mir auch unbedingt nochmal die Seifen anschauen, weil ich habe jetzt aktuell wieder eine in Benutzung und ich liebe die. Nicht umfallen. So, das war's. Ich habe es geschafft und ich bin gut gelaunt. Die Kiste ist bummvoll. Die Kiste ist wirklich bummvoll. Also bis zum Rand hoch. Nur mit Duschgel. Ja. Ja. Also, lass mal das mal so stehen. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben. Das Problem ist... warte mal. Nicht durcheinander reden. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, was ihr für Duschgel habt, was es nicht mehr gibt, wo ihr nachtrauert. Oder ob ihr eins gefunden habt, was ihr... Also in meiner Sammlung, was ihr jetzt gerne noch haben wollen würdet, weil ihr das nicht erwischt habt. Ja, das war's, glaube ich.
Ich muss sagen, ich habe viel zu viel, das weiß ich. Das jetzt einräumen wird wieder lustig. Oh Gott. Aber ich will das gleich sortieren, dass das, dass die Winterduschgele jetzt vorkommen und die Sommer nach hinten. Weil der Sommer ist ja eigentlich quasi schon vorbei, wie man es an dem Wetter erkennen kann. Und ja, ein, zwei werde ich mir noch vielleicht in die Dusche stellen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, am Thumbnail habt ihr das selber gesehen, wie schlimm das ausschaut. Oh Gott. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, ob ihr auch so viel habt oder ob ihr da braver seid. Ja. Mir fällt nicht noch ein, was ich noch sagen könnte. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es vielleicht lang ist und wenn es viele Sachen sind. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye. Oh Gott.